Miau, willkommen zurück in der verlorenen oder vergessenen Bibliothek, je nachdem, ob ihr die deutsche oder die englische Levelbezeichnung ernster nehmt. Erinnert ihr euch hier dran? Genau hier dran. Zeigt doch mal. Komm, klubsch noch mal nach oben. Jetzt macht's das nicht mehr. Ja, gleiches Spiel wie bei Tomb Raider 3 gestern. Ja, ich habe schon versucht, ich habe es schon aufgenommen, hatte auch ganz wenig Zeit nur. Aber, nein, nicht separate. Aber der Ton war aus. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Ich zeige euch mal hier was. Was seht ihr denn da? Bunte, das worauf wir stehen, aber in bunt? Ja, ich zeige euch warum. Ach ja, es ist ein bisschen blöd, dass ich das jetzt alles schon weiß, vor allem in Tomb Raider 3 war es nicht so schlimm, weil da konnte ich einfach ein bisschen weiterspielen, aber hier in Tomb Raider 4 hänge ich an einer Stelle fest. Ich hätte jetzt auch natürlich nachgucken können, wie es geht. Aber ich fand es eigentlich ganz schön, da aufzuhören, denn somit, ich weiß gar nicht, wo geht das rein? Ich glaube da hinten. Denn somit könnt ihr ein bisschen miträtseln, wie wären das? Ja, ihr seht gleich, worum es geht. Wir laufen jetzt erstmal hier lang. Nicht hier hin. Da ist immer noch die Schriftrolle, mit der ich nichts anfangen kann. Ich habe aber mich mal nach der Schriftrolle erkundigt. Und zwar ist es so... Ach so. Ja, für euch ist es jetzt gar nicht... Nein, ja auch nicht. Ist es gar nicht so lange her, weil ihr ja heute zwei Parts seht. Das ist der zweite Part für euch heute. Ich nehme es jetzt aber erst Dienstagnachmittag auf. Den zweiten, der erste ist schon eine Weile da. Ja. Machen wir erstmal was Schönes, bevor wir uns darüber ärgern, dass wir dann nicht weiterkommen. Wir sind hier im wunderschönen Planetarienraum. Ich weiß schon, was abgeht. Tut mir leid. Hier wird nicht gerätselt. Ich mach's direkt. Ich habe jetzt auch nicht so den Anspruch, so zu tun, als wüsste ich nicht, was ich tun muss, obwohl ich es eigentlich weiß. Es hat auch nicht allzu lange gedauert, weil ich das hier tatsächlich vorher schon mal versucht habe rauszufinden. Also es ist nicht so, als hätte ich jetzt 20 Minuten damit verbracht, hier die Globen umherzuschieben. Das ist die Erde. Damals glaubte man, die Erde sei der Mittelpunkt des Universums, deshalb schieben wir die Erde in die Mitte. So. Seht ihr eine kleine leuchtende Kugel erscheint. Neben die Erde kommt... was bist du? Nochmal. Jupiter. Das ist Jupiter. Jupiter kommt daneben. Noch eins weiter raus. So, dann stellen wir uns mal anders hin, damit wir auch sehen, wo wir hinschieben. Ja, okay. Dieses kleine bunte Etwas, das wir eben kurz durch die Explosivpfeile aufflackern gesehen haben, hätte uns auch die Position gesagt, anhand der Farben. Somit habe ich das auch rausgekriegt, als ich damals dann off-cam verzweifelt versucht habe herauszufinden, was es mit diesem Loch auf sich hat. Und hätte mir das dann notiert, wie die Farben sind, weil das kann sich ja nur niemand merken. So, hier. Und ob er wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das kleine leuchtende Kugelding darüber erscheint. Jawohl. Dann holen wir uns den guten Mars. Denn der kommt hinter Jupiter. Warum auch immer der Mars grün ist. Ja doch, es ist Mars, ja. Mars. Smalltalk, den ich heute Morgen während der Aufnahme geredet habe. Kennt jemand von euch das Spiel des Wissens? Mich erinnert das hier total daran. Ich fand das als Kind super toll. Vor allem, weil es halt die schönen Planeten auf dem Spielfeld gab und man diese Ringe sammeln konnte. Das fand ich toll. Was mich zu der Frage gebracht hat... Nee, was mich dazu gebracht hat zu erzählen, dass ich
letztes Jahr, dieses Jahr, Anfang dieses Jahr. Nach langer, langer Zeit als Kind waren wir ein paar Mal da, aber waren wir im Planetarium. Das war ganz cool. Nicht so beeindruckend wie damals als Kind. Vor allem auch, weil die ja nicht mehr diese riesen Projektoren in der Mitte haben, sondern ganz normale Beamer. Ist irgendwie schade. Aber es war ganz nett. Das war ein Weihnachtsgeschenk für meine Eltern. Da war nämlich, ich glaube, von einer amerikanischen Uni, die haben das gemacht. Die haben was zu Pink Floyds Dark Side of the Moon inszeniert. Das war ganz nett. Aber ich würde auch gern so mal wieder hin, wenn es wirklich um Planeten geht. Das ist schon immer ganz schön, aber dafür halt teuer. Naja. Ah. Das hier ist übrigens die Venus. Rot. Ich hatte auf dem Planeten was entdeckt. Ich will nochmal gucken, ob ich das wieder entdecke. Das ist seltsam. Irgendwie sieht das Muster jetzt anders aus. Da war irgendwo was, als ich heute Morgen geschoben habe, das sah aus wie ein Herz. Habe ich mich schon gefragt, ob das hier das, ob das Absicht ist für die Venus. Keine Ahnung. Und als zu guter Letzt holen wir uns die Sonne. Ganz nach außen. Das Schiebegeräusch ist so ein bisschen lästig. Aber ich finde, das hier ist ein richtig schönes Rätsel, das ja jetzt auch nicht theoretisch so schwer ist, weil man hat ja quasi eine Karte vorgegeben, auf die die gute Lara so offensichtlich starrt. Und es ist halt hübsch gemacht, also mir gefallen hier die Planetenkugeln. Die sind ja auch unterschiedlich groß, sehe ich gerade. Jupiter ist schon mal kleiner als die Erde. So, ist das schon weit genug oder muss ich noch eins? Nein, passt. Bringen wir mal die Sonne zur Sonne. Ich mache gleich einen Screenshot. Noch, oder vielleicht schaffe ich das... Ah ne, ich darf ja keine drei Tasten drücken. Sonst stürzt mein Spiel ab. Aber jetzt. Und. Ich hätte ganz gern den blauen Himmel mit drauf. Ach, egal. Gleich hast du es geschafft. Noch einmal. Zoom, zoom. Oh, ist das nicht cool. Super cool. Ich springe nicht in die Mitte. Das kennen wir schon aus anderen Leveln. Das ist böse. Und wir kommen jetzt in den nächsten netten Raum. Sammeln noch Goodies. Wir hören Wasser. Warum? Habe ich immer noch nicht rausgefunden. Vielleicht ist nebendran so ein anderer Raum, in dem Wasser war. Keine Ahnung. Ein bisschen Moon. Und jetzt, liebe Freunde, könnte ich theoretisch einen Cut machen, weil alles, was ich ab jetzt mache, ist nur, um euch zu zeigen, dass ich nicht weiß, wie es geht. Aber nette Musik. Ja, was haben wir hier? Ich finde, es sieht ein bisschen aus wie ein Pentagramm. Zumindest findet ihr das gleich auch, wenn ich euch das hier zeige. Tada! Ist leider keine Karte, so wie bei den Planeten, denn hier diese seltsamen Schlangendinger haben einen Hebel. Dann geht Feuer an, immer zu dem und wo die Linien hinführen. Und ich vermute, wir müssen alle anmachen. Geht nicht, denn wenn ich jetzt eins anmache, das sich mit einem von denen da hinten überkreuzt, zum Beispiel das hier, dann ist das Überkreuzte aus. Und ich schätze, es gibt eine Reihenfolge, die ich machen muss, damit alle brennen. Ich habe es ganz lang ausprobiert. Ihr seht, dass es keine Karte ist, denn wenn ich hier drauf springe, zack, gehen sie wieder aus. Was mich vermuten lässt, dass das hier durchaus so gewollt ist, dass man viele Versuche macht und ganz oft failt. Tja, der Part ist halt jetzt noch viel zu kurz. Ich habe es nicht im Lösungsbuch nachgeschaut, denn eigentlich fand ich es total schön, heute ein bisschen da rumzurätseln und nicht weiterzukommen, weil ich gerne wissen will, ob ihr so einen Plan habt, wie es gehen kann. Ich habe heute schon Verschiedenes ausprobiert. Ich hatte erst die Hoffnung, dass ich einfach der Reihe nach alles anmachen muss und dann passt das. Das ist nicht so. Egal wie ich es mache, es bleibt
immer eins aus. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. So, wir kamen hier von hier. Dann nehmen wir uns mal das geradeaus als den Anfang. So. Wir machen es an. Und die beiden brennen. Jetzt können wir nicht das hier anmachen, denn dann würde das geradeaus, das da, wo jetzt der Kopf ist, ausgehen. Deshalb gehen wir weiter. Das hier können wir anmachen. So. Alle brennen außer das. Das ging diesmal sehr schnell mit nur zwei Hebeln. Das ist ein bisschen seltsam. Hier in der Mitte ist so was komisches, klappenartiges. Das geht dann bestimmt auf. Da oben ist auch ein Loch. Keine Ahnung, was wir damit tun sollen. Vielleicht geht es auch auf und es kommt was hoch, dass wir da hochklettern. Aber weiter komme ich nicht, denn die letzte brennt nicht. Wenn ich sie jetzt zum Brennen bringen will, geht ja wieder ein anderes aus. Zwei sogar diesmal. Die beiden, naja, klar. Hä? Nee, nicht klar. Moment. Warum seid ihr ausgegangen? Ihr überkreuzt euch doch beide mit dem. Das ist total, also ist, glaube ich, auch ein ziemlich cooles Rätsel, aber ich weiß nicht, wie es geht. Das kann ich wieder nicht anmachen, dann sind die zwei da vorne aus. Jetzt sind sogar zwei aus, nicht nur eins. Es gibt doch bestimmt eine Möglichkeit, wie man es dann an- und ausmachen muss die ganze Zeit, damit das geht, aber ich weiß es nicht. Ich fände es, wie gesagt, total cool, wenn ihr ein bisschen auch raten wollt. Macht, wenn ihr Ideen habt, bitte schreibt mir die. Ich weiß es einfach nicht. Wenn ihr es auch nicht wisst, dann werde ich im Lösungsbuch nachgucken, denn ich glaube, ich kann hier ganz lange mein Glück versuchen. Ich werde hier auf keinen grünen Zweig kommen. Ich habe auch heute Morgen echt lange schon dran rumprobiert und ich weiß es halt ganz einfach überhaupt nicht, wie das gehen soll. Ich könnte diesmal noch so ein bisschen die Ecken absuchen, ob da noch versteckte Goodies sind. Das sieht alles total clean aus. Echt schade. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich wüsste es gern. Ihr seid doch so schlau. Helft mir doch. Wenn ihr auch keine Idee habt, bevor ich im Lösungsbuch nachgucke, werde ich mir das Ganze mal aufmalen und ein bisschen drüber nachgrübeln. Aber das hat hier für den Part einfach keinen Sinn. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch total ultra offensichtlich und ihr schlagt die Hände über dem Kopf zusammen, aber ich werde hier zu keiner Erleuchtung kommen. Sehr kurzer Part, es tut mir leid. Heute Morgen waren sie ein bisschen länger, aber da waren sie dann halt auch gefüllter als jetzt. Nee. Ich habe keine Ahnung. Ratet mit. Sind da nicht Leute, die gerne rätseln? Das wäre bestimmt sowas, was mein Papa damals gelöst hätte. Hätten wir nicht immer sehr schnell das Lösungsbuch zur Hand gehabt. Was sind das eigentlich? Sind das Medusa-Köpfe? Gibt es hier eine Medusa in dem Spiel? Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nicht dran. Naja. Soll das mir was sagen? Ich kann es ja nicht lesen. Ich weiß es nicht. Übrigens auch auf dem Kopf, oder? Nee. Nee, ist es nicht. Passt genau. Ist genau das Abbild. Nun dann, ihr Lieben, schreibt mir Kommentare. Wenn ihr die Lösung wisst, schreibt mir die Lösung. Ich muss ansonsten ein bisschen rumprobieren. Ich habe keinen Plan. Würde mich freuen, wenn ihr einen habt. Ansonsten macht's gut. Ist, glaube ich, auch nicht so schlimm, wenn der Part kürzer war. Schließlich ist ja eine Doppelfolge. Ich glaube, da kann man das verkraften. Dann sehen wir uns ganz einfach nächstes Mal wieder. Bis dann, ihr Lieben.